herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Ja, ich habe mal, damit ich hier auch mal hin und wieder einen Screenshot erstellen kann, die Namen ausgestellt. Ich hoffe, ich komme damit jetzt noch einigermaßen zurecht. Aber normalerweise mit den Ausrufezeichen sollte es eigentlich möglich sein, okay, die Namen, ja doch, die Namen werden auch angezeigt, wenn man drauf geht, sollte es eigentlich möglich sein, die auseinanderzuhalten. Wir machen weiter mit Shuya. So sehen wir uns also wieder. Ja, ich habe in ganz Ogrimmar nach euch gesucht, Saphira. Kriegsherrin Grimmaxt hat den Kriegshäuptlingen ihr Missionsbericht vorgelegt. Die Horde benötigt erneut eure Dienste. Ich habe Befehl, euch unverzüglich zu finden und diese Nachricht zu überbringen. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Saphira. Loktar Orgar. Der Kriegshäuptling erwartet euch in der Feste Grommasch. Okay. Wo ist die? Sehe ich jetzt hier nicht so direkt drauf. Das ist nicht so gut. Moment, von da sind wir reingekommen, ne? Dann schauen wir doch einfach mal. Ein wichtiges Treffen. Sprecht mit Kork Blubberplop. Warum sehe ich nicht, wo der ist? Findet Kriegsherrin Breka Grimaxt in der Feste Grommasch. Wie komme ich denn zur Feste? Die Botschaft? Tal? Ich habe keine Ahnung mehr. Brock, nördliches Brachland. Klar müssen sie jetzt gerade jetzt, wo ich jetzt hier am Überlegen bin, wo ich eigentlich hin muss, müssen sie jetzt draußen die Mülleimer ausleeren. Das war ja wieder klar. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr. Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt wieder angezeigt bekomme, in welche Richtung ich gehen müsste. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Obwohl, das ist hier immer noch am Leuchten. Moment. Grunzer, Grunzerin. Gastwirtin. Ach nee, das ist nur am Leuchten, weil das mein Heimatort ist, glaube ich. Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Weil normalerweise kam dann ja, auch wenn das nicht immer so einfach war, hier oben so ein Ziel, dem man folgen musste. Akan, Intelligenz. Ach so. Ein Ziel, dem man folgen musste. Jetzt ist es komischerweise nicht so. Da kann ich draufklicken. Das wäre rechts von mir. Aber rechts von mir wäre das, wo ich gerade herkomme. Das verwirrt mich jetzt gerade irgendwie. Nee, Moment. Von hier komme ich jetzt gerade nicht hier. Eigentlich wird das hier angepasst. Dazu brauche ich eine Erlaubnis. Okay, dann hat das anscheinend irgendwie mit sonst was zu tun. Aber wenn ich hier drauf klicke. Nee, hier habe ich drauf geklickt. Soll das rechts von mir sein? Nee, hier drin. Ja, da war ich ja gerade. Das irritiert mich und ich habe auch nicht viel geschlafen. Moment, wer bist du denn jetzt? Blubberblob. Optional. Bereit, etwas Geld zu verdienen? Der Kriegshäuptling hat mich in die Feste Grommasch beordert. Wirklich, ich wusste immer, dass ihr berühmt werdet. Passt auf euch auf. Und ja. Legt beim Kriegshäuptling ein gutes Wort für mich ein. Ich versuch's. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir endlich mal weiter. Also, ich muss dazu sagen, ich habe heute Nacht verdammt wenig geschlafen, beziehungsweise die letzten Tage verdammt wenig geschlafen, weil ja gerade Ferien waren, damit dann auch Urlaub für mich. Und ja, dementsprechend war ich dann etwas länger wach, weil ich mit meinem Freund Game of Thrones durchgesuchtet habe. Und wir das dann irgendwie so bis spät in die Nacht immer wieder geguckt haben. Ja, und jetzt versuche ich mich gerade wieder ein bisschen umzustellen, dass ich ja wieder morgens jeden Tag um 6 Uhr raus muss. Und das geht mir gerade ein wenig an die Substanz. Ach so, ich bin ja auch blöd. Moment, wie konnte ich nochmal mein Reittier? Shift und P habe ich mal irgendwo gelesen. Nein, das sind nur die Vorlagen. Okay. Nee, das war hier unten, glaube ich, ne? Schnelles Windross.
Reicht es, wenn ich drauf drücke? Ja, reicht es. Okay. Ob ich dadurch jetzt allerdings schneller bin, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber egal. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich schneide das dann auch raus demnächst. Nur da jetzt das Ziel relativ nah ist, müssen wir jetzt hier rum. Ich denke. Gibt es da noch einen anderen Eingang? Ich weiß es nicht. Nee, hier kommt man aber rein. Oder auch nicht. Das ist gar kein Eingang, ne? Doch. Da ist er. Beziehungsweise sie. Hi. Die Horde lässt niemanden zurück. Das ist schön. Da seid ihr endlich. Der Kriegshäuptling will euch sehen. Für die Horde. Der Kriegshäuptling will euch persönlich sehen. Lady Sylvanas war von eurer Tapferkeit während unserer Mission auf der Insel des Verbannten tief beeindruckt. Da ihr jetzt da seid, werde ich euch vorstellen. Bleibt wach, Kriegshäuptling. Hier ist der erwähnte Rekrut. Mir scheint, ihr habt ein Auge für Talent, Kriegsherrin Grimaxt. Eure Talente sprechen für sich. Ich werde sie gut nutzen. Wenn wir die Allianz besiegen wollen, braucht die Horde weitere mächtige Verbündete. Nathanos, klärt den Neuankömmling über die Mission auf. Gewiss, meine Königin. Wir werden euch nicht enttäuschen. Okay. Ganz sicher nicht. Sprecht mit ihm, ne? Ja. Raus damit! Wir haben Prinzessin Talanji von den Zandalari aus dem Verlies in Stormwind gerettet. Ihr Schiff ist auf dem Weg nach Zandala, doch die Hunde der Allianz sind ihr auf den Fersen. Wir brauchen die Marine der Zandalari, um diesen Krieg zu gewinnen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Allianz die Prinzessin erneut gefangen nimmt. Wir werden zu ihnen fliegen, um sie zu unterstützen und dann dafür sorgen, dass sich die Zandalari der Horde anschließen. Kommt! Ich werde mir einen Wyvern suchen, um zur Prinzessin Talanjis Schiff zu fliegen. Lasst euch nicht töten. Nein. Ich doch nicht. Können wir hier vielleicht... Das ist immer so eine Sache mit dem Drehen. Das nervt mich total. Natürlich funktioniert das jetzt wieder nicht. Wir werden nicht ruhen, bis ja. wir die Expedition gefunden haben. Ja, ist gut. Ich will mich nur ein bisschen drehen. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen damit rumexperimentieren. Ja, was heißt rumexperimentieren? Ich wollte eigentlich nur, dass ich die eben nicht ausgewählt habe, sondern... dass ich das eben so mache, damit ich dann vielleicht davon ein Bild machen kann. Mal gucken, ob ich das hier oben irgendwie rauskriege. Also ich habe extra die Namen ausgeschaltet, aber irgendwie wollen sie das wohl nicht so ganz, dass man die Namen ausschaltet. Ich weiß es nicht. Ja, oh, falsche Richtung. Ach so, weil die jetzt mitkommt, deswegen ist die jetzt grün. Aha. Hätte man mir das nicht vorher sagen können? Na gut, Missionsrichtlinie. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo sind wir denn überhaupt? Da unten sind wir. Eigentlich genau da, wo wir hin sollen, oder? Sprecht mit Kriegsherrin. Die ist ja nicht hier. Du bist hier so ein Grunzer, ne? Ja. Du bist ein Wyvern, aber... Kann man dich einfach anklicken? Ach so, okay. Ja, cool. Warum auch nicht? Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Sylvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine... Schwierigkeiten.
O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Willkommen. Okay, da möchte man eigentlich nur mal ein gutes Bild hinkriegen und dann kommt hier direkt so eine Palette, also sprich ich kann gar nicht mehr reden, so ein Video, das war jetzt ziemlich cool, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Fallt mir nicht auf die Nerven. Was denn? Ich wollte nur was fragen. Nee, ich wollte nur meine Quest beenden. Die dunkle Fürstin hat ihr Vertrauen in uns gelegt. Wir werden nicht versagen, Saphira. Für die dunkle Fürstin. Okay, für die dunkle Fürstin. Sind wir das hier? Ich glaube ja, ne? Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Champion der Horde, willkommen in Zulanda, der Hauptstadt des Zandali Imperiums, dem Juwel aller Trollzivilisationen. Reitet doch an meiner Seite, damit wir uns besprechen können, ohne von neugierigen Ohren belauscht zu werden. Sandala ist immer da. Sandala ist immer da. Das hört sich gut an. Ich bin schneller als die, das ist aber nicht gut. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Wow. Sandala ist umgeben von Feinden. Von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion. Bluttrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Keiner ist zurückgekehrt. Aber der Rat der Sandschuli mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Nichts zu tun. Das ist mal eine richtig coole Umgebung hier. Da kann ich mich an alles gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Das ist krass. Kann das sein, dass das mal irgendwie abgeändert worden ist oder so? Ich bin mir nicht sicher. Also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob sich da irgendwie was verändert hat. Prinzessin. Guten Als Tag. Ihr gingt, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Ihr sollt dieses Königreich beschützen. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich wen anders finden. Um das Königreich zu schützen, wär's das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voldun verbann.
Die Horde hat in Sandala nichts zu suchen. Ihr habt nicht über das Schicksal zu entscheiden, General. Ihr auch nicht. Eurem Vater missfällt, dass ihr diese Kreaturen hierher gebracht habt. Ich soll euch umgehend zu ihm bringen. Okay, verpasse ich gerade was? Sprecht mit General... Achso, mit ihm. Ich hab keine Zeit für euch. Haltet die Augen offen. Ihr steht vor General Jakrazet, Herr über den Armeen von Zandala. Vollstrecker auf den Meeren und Herold des Krieges. Und ich kann euch nicht leiden. Ich habe Jahre gebraucht, um meine Stellung hier zu erhalten, nachdem eure Horde mein Volk zu Staub zermalmt hat. Ihr werdet mich nicht zunichte machen, was ich mir hier aufgebaut habe. Ich werde mit ansehen, wie ihr vor König Rastakan kniet. Und ich werde euch fliehen sehen, wenn er mich euren Kopf als Trophäe abschlagen lässt. Euren Leichnam werde ich ins Ödland von Voldun schleudern. Eure Hoheit wird vielleicht protestieren, aber noch ist sie nicht Königin. Kommt, lasst uns eurem Schicksal entgegenfliegen. Geht, solange ihr noch könnt. Boah, das mit dem Lesen hier ist aber echt schlimm, so wie die da schreiben. Reitet auf dem Feradox oder sowas, das Vollstreck. Achso, dem hier, ne? Zum Thron. Ich sollte euch warnen. Mein Vater ist zwar engstirnig, aber er ist echt aufmerksam. Wette, er weiß schon, dass ihr mich aus Sturmwind befreit habt. Zollt ihm einfach Respekt und lasst ihn reden. Dann schmeißt er euch hoffentlich nicht von der Pyramide. Ich hoffe für die, dass das ein Scherz war. Die sieht ja fast aus wie ein Teso. So, sprecht mit Prinzessin Talanji. Viel zu tun. Macht's kurz. Bringt mich zum König Rastakan. Rache für die Gefallen. Mein König! Die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug! Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Sowas bewundere ich. Talanji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Okay. Willkommen in Suldazar. Ich habe von euren Taten gehört, noch bevor ihr auch nur einen Fuß auf mein Land gesetzt habt. Wird Zeit, dass wir reden. Mögen eure Feinde vor euch zittern. Eure Horde ist mächtig geworden und stellt vielleicht sogar manche Trollreiche in den Schatten. Für die Rettung meiner Tochter habt ihr euch das Recht verdient, euch in meiner Stadt aufzuhalten. Und wenn meine Tochter solchen Gefallen an euch gefunden hat, dürft ihr mit ihr die großen Segel unter uns treffen. Die Diener unterstehen ab sofort euch. Talanji scheint mir aufgeregt wegen dem, was sie mit euren Leuten vorhat. Was auch immer es ist, ich freue mich schon darauf, mich später darüber zu amüsieren. Solani wird euch den Weg nach unten zeigen, über den ihr auch sicher ankommt. Sandala für immer. Die schreiben das so komisch.
Folgt Salani. Solani. Auch gut. Was sind die alle so groß? Folgt mir. Was? Ich kenne einen einfachen Weg nach unten. Ja, die Treppen runter, würde ich sagen, ne? Es wäre nur schön, wenn der auch mal ein bisschen sich bewegen würde. Na komm. Lauf, lauf. Das ist ein Aufzug. Es ist ein Aufzug! Aua! Ich habe eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jacrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando. Okay. Gut, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Warum hast du jetzt ein Fragezeichen eigentlich auf dem ich Kopf? Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Okay. Kann ich da hinten auf dich warten? Weil das dauert hier zu lange, bis du da endlich mal dich dahin bewegst. Jetzt rennt ihr auch noch nach links, dann rennt sie wieder nach oben. Also die Wege sind schon ein bisschen seltsam gemacht, muss ich sagen. Und nu? Ruf die Horde herbei. Ach so, okay. Sag mir das doch direkt. Irgendwie mit der Fahne, denke ich mal. Nee, das ist doof. Ich will noch nicht ständig die Namen der anderen Spieler sehen. Das nervt total. Aber kommt, ich habe mal geguckt. Ich kann es anscheinend euch nicht ausstellen. Rum. Ja, laut. Es heißt, das große Siegel ist eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Vater bewahrt viele von seinen Schätzen hier in der Schatzkammer auf. Mhm. Das ist toll. Ihr findet euren nachtgeborenen Freund in der Halle der uralten Pfade. Sucht mich auf, wenn ihr mit dem Umsehen fertig seid. Also sollen wir zur Schatzkammer mal kurz reingehen, denke ich mal. So, ist ja jetzt nicht so interessant, ne? Und zur Halle. Prinzessin Talanji war so freundlich, uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Für die Horde! Oh, hallo! Okulath, seht euch das bitte näher an. Wir werden Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück! Kein Problem, ich wollte nur dem Text zuhören. So, irgendwo hier ist ein Fragezeichen. Da oben, okay. Ah. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Mein Vater glaubt, er wäre nachsichtig mit mir. Er regiert seit 200 Jahren, viele Lebensspannen für einen Troll. Aus unserer Sicht sind die Bedrohungen für unser Königreich geringfügig. Ich habe zu viel gesehen, um das zu glauben. Da mein Vater und seine Ratgeber nicht helfen wollen, habe ich mich an jemanden gewandt, der es tun wird. Euer Kriegshäuptling braucht unsere Flotte und ich brauche ihre Champions. Ich habe hier einen Schlachtplan. Wählt euren ersten Schritt. Wenn die Horde meinem Volk hilft, werde ich der Horde helfen. Möge Wurzambi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Ja, wählt euren ersten Schritt. Das hat offenbar irgendwas mit dieser Karte hier zu tun. Dann würde ich eigentlich sagen, mal schauen, ob ich das jetzt diesmal hinkriege mit dem Umdrehen. Dann würde ich eigentlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann, was auch immer wir für einen Schritt wählen, in der nächsten Folge anschauen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!